Oh mein Gott, ein Startbildschirm ohne Musik, genauso wie beim Vorgänger. Herzlich willkommen zu Super Mario Land 2 6 Golden Coins mit mir, Fun gemacht. Ja, es war ja wohl klar, dass ich es nicht dabei belassen werde, nur Super Mario Land. Oh, das wollen wir nicht sehen. Nein, nein. Super Mario Land 1 Spiele. Nein, nein. Natürlich nicht. Und bevor ich lange laber, die Intro-Musik, hört sie euch an. Ja, okay. Mehr damit. So. Wie ihr seht, man kann abspeichern. Wow, wir haben A, B, C. Eigentlich egal, was man nimmt. Dann kann man sogar noch löschen. Wow, den Spielstand löschen. Wow. Was heißt das wohl? Ja, das Spiel ist auf jeden Fall größer. Und wie ihr seht, die Grafik hat sich auf jeden Fall hammermäßig verändert zum ersten Teil. Ja, wir haben eine Karte. Wow. Und fangen wir doch gleich mal mit dem Intro-Level an. Die Musik ist auch viel geiler. Und das Spielprinzip hat sich auch ein bisschen verändert. Und seht euch das an. Man kann Goombas erkennen. Man kann Goombas und Koopas. Ja, die Gegner, die explodiert sind beim letzten Mal, sollten Koopas sein, glaube ich. Aber ich bin mir da immer noch nicht ganz sicher. Also einer meint, es wären Koopas. Naja, egal. Einer meiner Abonnenten meinte das zumindest. Ist auch egal. Jedenfalls ist dieses Spiel einfach nur Hammer. Ja, und das ist hier eben das Intro-Level. Hier kann man rein. Ja, im Gegensatz zu Super Mario Land 1 kenne ich dieses Spiel nicht ganz auswendig. Und wow, wir können durch Röhren oben reingehen. Super. So, weg mit... Ah, wir können... Genau, wir können, die tollen Koopa... Koopa... Schädel, Schädel, nein, Panzer wegschmeißen und so, bla bla, genauso wie bei Super Mario World. Und wir können bam, 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 bam machen. So, was können wir noch? Wir können uns drehen, yeah, wir können uns sogar in der Luft anfangen zu drehen und dann wieder aufhören. Das kann man bei Super Mario World nicht, seht ihr? Nein, Scherz, Super Mario World ist auch ein cooles Spiel. So, wollen wir mal weitermachen. Münzen sammeln, 100 Münzen kriegt man wie immer ein Leben. Jojo. Hier kann man nicht rein. Oh, ein Stern. Gib her. Her damit. Eins, zwei. Glocke, das ist ein Zwischenspeicher. Yeah. Wir kriegen ein Leben für jeden fünften Gegner. Oder nicht für jeden fünften. Ab fünf Gegnern kriegen wir dann immer ein Leben, wenn wir beim... Ah, wenn wir einen Stern hatten. So. Münzen, 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 Münzen. Oh, Feuerblume, Feuerblume, yeah! Und wir können uns immer noch drehen, yeah! Und ein Herz, ein Leben. Juhu! Und Goomba, du bist weg. Und diese Blöcke kann man nur mit den, mit der Feuerblume machen. Genauso wie die Blume, die jetzt sterben wird. Bams. Juhu! Bam, bam. So, was haben wir hier? Münzen. Münzen. Yeah, noch mehr kaputt machen. Goomba, weg mit dir. Und ein Koopa und Stacheln, die will ich nicht berühren. Nicht kaputt machen hier. Bloß nicht. Hoch da. Übrigens seht ihr, wir haben auch wieder ein... Ah, wir sind beim Ende, okay. Hier, Glocke, bling. Jetzt kriegen wir ein, extra Spiel. Genauso wie beim ersten Teil, nur ein bisschen anders halt. Ja, wir können hier etwas greifen. Ich glaube, ich will die drei Leben am besten haben. Drei Leben, wo seid ihr? Jetzt kriegen wir so ein Ding. Ja, das ist eine Karotte. So eine Power-Karotte. Und die macht uns Hasen. Oh, yeah. Was kann man mit Hasen machen? Werdet ihr gleich sehen. So, ich zeige euch mal kurz die Karte. Hier haben wir ein, wie soll ich es nennen? Hier können wir uns Leben machen, sozusagen. Und Power-Ups holen. Das mache ich aber noch nicht. Das mache ich erst später. Juhu. So, wie gehen wir denn vor? Nach oben geht's übrigens zum Endboss. Übrigens habe ich ein bisschen recherchiert. Über, ja. Super Mario Land 1, aber das erzähle ich euch gleich. Ja, wie ihr seht, wir haben mehrere Zonen. Dies hier ist die Tree Zone. Und ja, damit fangen wir einfach mal an. Wir gehen einfach alles von unten links unten nach rechts oben. Von links unten nach links. Nee, rechts unten. So. Auf der Karte meine ich jetzt. So. Und ein Maulwurf. Weg mit dir.
So, was können wir mit dem Hasenohren machen? Wir können höher springen und wir können das hier. Ning, ning, ning. Wir können ein bisschen. Oh, das war Glück. So, die Frösche sind ein bisschen nervig, weil. Ja, genau, die können mit ihrer Zunge schnalzen. Das erinnert mich schon wieder an Silver Surfer. Nee, lieber nicht dran denken. So, Froschi, Froschi, Froschi. Ey, Frosch, Frosch. Weg mit dir. Noch ein Oh, was ist das denn für ein Typ nochmal? Wie ging der? Ach, der konnte sich einrollen. Den kenne ich gar nicht mehr. Machst du dich auch wieder normal oder bleibst du jetzt so? Na gut, dann mache ich in der Zeit mal die Libelle kaputt. Ah, kann man nicht kaputt machen? Jawohl. Die Musik geht ins Blut. Auch wenn sie sich immer wiederholt. Und Feuerblume, yeah. Ich weiß nicht, Feuerblume oder Hasenohren. Also was jetzt mein Lieblingspower-Up ist. Ich glaube, die Hasenohren finde ich besser. Keine Ahnung warum. Naja. So, Menschen, 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 Menschen. Hier ist doch bestimmt noch irgendwas. Hey, wusste ich's doch. Bringt uns bloß nichts. Wir haben schon eine. Hier gibt's übrigens auch keine Punkte in diesem Spiel. Nicht so wie im Vorgänger. Hier ist eine Sackgasse. Klasse. Alles wieder zurück. Ja, mit B können wir schneller rennen. Genauso wie im Vorgänger. Eigentlich ist das alles gleich geblieben. Nur die Grafik hat sich halt verbessert und ja. Prinzip von Mario ist geblieben. Nur halt ein paar mehr Power-Ups und so, bla bla. Weg mit dir. Und da können wir nicht rein. Nein. Verdammt. Egal. Ey. Scheiß Frosch. Ja, wie ihr seht, die Power-Ups bringen uns nochmal einen extra Treffer. Im Vorgänger war das ja nicht so. Yeah. Auch eine Veränderung wieder. Ein Maulwurf. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass da was rauskommt. Komm her. Na komm. Komm her. Bams. So, Münzen, Münzen. Frosch. Frosch, komm her. Bams. Bevor die mich jetzt noch hier abnerven und mich töten, lieber drauf springen. Nein, wir sind klein. Ach, egal. Hier gibt's, glaube ich, noch irgendwas, oder? Oder? Ey, ich will runter. Bams. Nö. Na gut. Glocke, ich komme. Nein. Verdammt. Und. Jawoll. Wir haben schon 8 Leben. Huhu. Ja, der Anfang des Spiels ist eigentlich ziemlich schwer. Weil man halt am Anfang nicht so viele Leben hat und man oft sterben kann. Aber für mich sollte das eigentlich kein Problem sein. Ich kenne das, also ich kenne sich aus, wenn ich das Spiel nicht so, wie Super Mario Land 1, aber so das meiste kenne ich. Ja. Auf jeden Fall sollte man darauf achten. Und man ganz am Anfang des Spiels ist, nicht so oft zu sterben. Das ist fatal am Ende. So, jetzt seht ihr, wir sind, was soll das sein? Wir sind im Baum und hier ist überall Harz und wir können kleben bleiben. Ganz toll. Super. Ey, da hoch. So. Blume. Ich weiß zwar nicht, warum ich die jetzt genommen habe, aber egal. Ich glaube, hier wäre besser diese Hasenohren gewesen. Ich will da hin. Ich will da. Mann. Komm. Ja. Jawohl. Ja, was kann ich noch so erzählen? Morgen ist Weihnachten. Yeah. Weihnachtsspecial. Ich wollte einfach ein paar mehr Videos machen. Ich habe jetzt nichts so vorbereitet eigentlich. Nur ein paar mehr Videos, weil ich dann eh nicht da bin für 3 Tage. Und damit ihr so ein bisschen Vorrat habt. Ey! Mann, das hat jetzt aber gedauert. Yeah, noch eine Feuerblume. Ach, das dauert hier so ewig, immer hier durchzurennen. Oh, die Spitzen sind scheiße. Oh. Es wird noch gleich viel schlimmer. Glaub mir. Es wird schlimmer. Bams. Seku, weg mit dir. Ich weiß nicht, wie man die sonst nennen soll. Seku. Münzen! Double Way! Oh, doch nicht Wang. Ah, seht ihr, das sind diese Gegner, die ich meinte. Die explodieren können und aussehen wie Koopas. Das sind die. Seht ihr?
Sie existieren auch in diesem Teil. Also waren das doch keine Koopas. Egal. Sollen wir uns jetzt nicht nochmal streiten? Warum bin ich jetzt nach oben gegangen? Das hat mir gar nichts gebracht. Oh Gott, mach schneller. Ja, komm. Fast Forward Button würde ich lieber nicht machen. Übrigens, das würde nicht viel bringen. Der geht runter, ich wusste es doch. Zwischenspeicher. So, hier gibt es ein kleines Geheimnis. Bams, bams. Nämlich hier, kann man runter. Juhu. Hier kriegt man, glaube ich, Hasenohren. Jawohl. So. Oh, was für eine Ironie. Es ist eine Karotte und man... Oh. Wow, das war knapp. Jetzt wird es ziemlich schwierig, hier noch hochzukommen.